Leute, wenn ihr Clash of Clans mögt, wenn ihr mehr Clash of Clans Folgen sehen wollt, es ist so einfach, lasst mal einfach einen Like da. Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute, wir sind im Fred und Out-Account. Ich würde ganz gerne noch den Bonus mitnehmen. Aber die große Frage, die ich mir stelle, ist, können 600, wenn es dreimal machen, können 600 Barbaren die Adler Artillery downkriegen? Wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich habe mir so ein kleines, ja, was heißt, so eine kleine Base gebaut. Es ist eine Base, ihr kennt sie noch alle. Es ist im Grunde noch, es sind die Überbleibsel meiner Trollbase. Und hier steht sie. Da ist die Adler Artillery, die wir gleich hoffentlich downkriegen werden. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird oder nicht. Ich nehme mein iPad auf und habe den Account gewechselt. Hier habe ich, wie gesagt, meine Barbaren. So, wir werden mal ganz kurz die Sachen hier leeren, die Minen und Sammler. Ich habe ja auch noch so ein bisschen gewuselt. Ich habe Geschenke. Mir hat jemand ein Geschenk dahingelegt. Wie geil. Hab ich das gemerkt? Ich habe den Account schon länger nicht mehr gespielt. Geil. Dankeschön. So, 99 Juwelen. Wir haben gleich genug. Müssen mal gucken, dass wir vielleicht den ein oder anderen Zauber noch eben gleich austauschen. Freeze nehme ich nicht. Ich nehme keinen Freeze mit. Was habe ich denn? In diesem Account habe ich ja eh kaum was, ne? Ich hab ja nicht mal einen Freeze. Okay, hat sich erledigt. Ich habe keinen Freeze. Und ich würde sagen, wir probieren es mal, was Fred wieder vorhat. Man weiß es nicht. So, los geht's. 200 Stück gegen die Adler Artillery. Und natürlich werden wir das so machen, dass es auch fair ist. Wir werden erst einmal die Clanburg... Ne, warte mal. Wir werden die Helden killen. Wir werden die Helden benutzen und mit den Helden werden wir die Adler-Death gleich auslösen. Das machen wir nämlich hier. Es geht nur darum, dass wir, ob wir die Adler-Death bekommen oder nicht. So, das sind noch die. Der Rest ist mir vollkommen egal. Wir sehen das Moment hier rüber. Die Adler-Death ist noch nicht wach. Sie ist noch am Schlafen. Die braucht ja so ein bisschen. Wird dann noch ein bisschen dauern. Moment. 1, 2, 3. Moment. Komm. Werd wach, Baby. Ich werde das ja 2, 3 Mal machen. Wir werden es einfach mal testen. Ne? So ein bisschen Spaß haben, ein bisschen rumtrollen. 180. Werd wach. Werd wach. Baby. Werd wach. Los. Oh, jetzt kommt... Leute, ich habe Clan-Truppen. Nein. Das ist natürlich nicht gut, dass ich jetzt Clan-Truppen habe. Aha, sie ist ein bisschen wach geworden. Allerdings haben wir jetzt gleich nicht mehr so viele Möglichkeiten. Ich denke mal, bei 150 müsste sie eigentlich losgehen. Nein, immer noch nicht. Krass, ich werde den König jetzt auch nicht... Doch, wir müssen ihn zünden. Ich will die Clan-Truppen mal wegmachen. Alter, Adler-Dev. Mach keinen Scheiß. Alter, Adler-Dev. Komm mal, 140? Auch nicht. Ich hab gleich keine Barbaren mehr. 135? 130? 120? 110. Okay. Jetzt ist sie endlich aktiv. Und jetzt versuchen wir sie natürlich... Ich weiß nicht genau, von wo ich angreifen soll. Ich würde aber sagen, wir gehen von oben vor. Und... probieren jetzt die Adler-Death des Todes uns zu schnappen. Das ist natürlich jetzt gefährlich. Alter, los, lauft, 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 Freunde, lauft. Oh, jetzt müssen sie schnell sein. Jetzt wird's ein Kampf. Jetzt wird's der Kampf, den ich auch wollte. Oh, jetzt wird's schnell, jetzt. Oh nein, das wird nicht reichen, oder? Los, Baby. Hä, wo feuert die denn hin? Hallo, Adler-Death? Okay, sie ist down. Das ging schnell. Das ging tatsächlich schnell. Vielleicht finden wir gleich noch einen Multiplayer, wo wir das mal probieren können. Ich bin natürlich... Das ist natürlich immer so die Sache, was machst du? Wie setzt du das um? Ich werde jetzt nochmal eben meine Clan-Truppen aber mal rausschmeißen. Moment. Das will ich ja nicht. Dass hier die Clan-Truppen... Ach, was mach ich? Ich drücke in meinem anderen Account gerade die ganze Zeit falsch. Weil da habe ich Riesen drin gehabt. Die wollen wir natürlich mal eben wegmachen. So. Wollen wir mal eine andere Base probieren? Eine, wo vielleicht auch die Adler-Dev so ein bisschen weiter außen ist? Ich habe sonst... Doch, ich habe noch eine... Oh, ich hab noch eine. Passt mal auf, Leute, ich hab noch eine. Ist mir gerade erst eingefallen, dass ich ja die auch noch hab. Moment, so, jetzt habe ich das gemacht. Wir gucken mal. Also, da. Dieses Mal ist es etwas schwieriger. Werden sie es schaffen? Es ist einiges an Death da. Wir haben allerdings dieses Mal keine Clan-Truppen drin. Es ist so lustig. Clash of Clans macht mir aktuell wieder richtig Spaß. Muss ich wirklich sagen. Man muss, wenn man so ein bisschen Spaß hat dabei, ein bisschen rumtrollt und so weiter. Wir nehmen die Helden jetzt aber trotzdem mal mit dabei. Oder nehmen wir nicht? Ansonsten ist eigentlich die... Ich habe keinen Sprungzauber. Ich habe aber auch, glaube ich, keinen Sprungzauber generell... Wir machen es einmal so und probieren es gleich nochmal anders. Ich weiß nicht mal, ob ich einen Sprungzauber freigeschaltet habe.
Boah, schießt da viel drauf ein jetzt. Schnell. Alter, wie viele? Wie viele bitte? Ah, schnell. Ich muss drücken. Schnell. So. Zack. Oh, vielleicht klappt er diesmal. Ich hab den König gesetzt. Oh. Diesmal haben wir keine Chance dagegen. Ah, da oben. Da oben ist ja frei. Das hätten wir machen können. Und jetzt laufen die zu Adlerdev. Schaffen sie es? Die ist down. Das ging ja richtig schnell. Okay, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht. Da können wir jetzt nämlich mal ausprobieren, ob wir nämlich einen Sprungzauber haben oder nicht. Das weiß ich nämlich nicht. Nein, natürlich nicht. Moment, ich will aber eigentlich... Ja, wir nehmen jetzt mal ganz kurz, da ich ja sowieso noch welche in der Clanburg habe, noch Barbaren, können wir jetzt hier ruhig mal 10 rausnehmen und probieren jetzt mal in einem richtigen Multiplayer-Kampf mal die Adlerdev zu holen. So, 4 Stück, passt. Ich bilde jetzt so ein bisschen Bartsch hinterher. Mit ein paar Riesen. So, das ist okay. Ich will den Bonus noch haben. Ich bin sehr tief, ich will den Bonus trotzdem haben. Irgendwann muss ich hier mal weitergehen. Ich werde auch irgendwann hier noch... Oh, geil. Ich werde auch hier irgendwann natürlich noch... Nein, du Sack! Ah, nein, das gibt's nicht. Ich bin drauf reingefallen. Ich bin auf seinen Troll reingefallen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Nein. Lass doch meinen König leben. Lass meinen König leben, bitte. Lass ihn leben. Er hat nicht so viel verloren, wie ich dachte. So, zack. Ja, guck mal. Oh, 70.000. 74.000, gar nicht mal schlecht. Wie viel hat er noch? Oh, 200.000 Bonus. Ja, das ist... Nein, nicht heilen. Ich will ihn boosten. Das ist günstiger. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so gut, dass wir jetzt hier die Barbaren nicht mehr vorne haben. Die will ich gerne nach vorne machen, denn wir wollen ja wirklich nur Barbaren haben. Ja, und Mauerbrecher, ich weiß. Und Mauerbrecher, so. Und dann würde ich sagen, mach mal kurz einen Cut. Ich suche nochmal einen raus. Ein bisschen mit Adlerdev natürlich. Wir werden wahrscheinlich ziemlich failen, aber ich will die holen. Ich will die Adlerdev holen. Und dann bis gleich. Okay, Leute, war eigentlich anders geplant, aber den würde ich ganz gerne mitnehmen. Er hat wirklich für mich relativ viel Loot eigentlich. Ist okay, wir machen auf jeden Fall gleich noch einen Angriff gegen die Adlerdev auf jeden Fall. Ich habe ja 600 gesagt. Ich habe das Thumbnail auch schon fertig gemacht, wo 600 draufsteht. Von daher kann ich das jetzt auch gar nicht anders machen. Ich will nicht lügen. Von daher, ich habe hier noch meine Barbarskis. Ah, das wird natürlich jetzt schwierig. Hat er vielleicht irgendwo eine Falle? Komm. Schön aufsprengen, Leute. Wir müssen überall schön aufsprengen. So, da noch hin. Da noch bitte aufsprengen. Und dann können wir... Nein, die haben nicht ganz aufgesprengt. Doch, da ist er noch. Sauber, er ist noch durchgekommen. Okay, dann würde ich sagen... Sollen wir mal die Vier-Finger-Technik nehmen? Ah, das kann ich gar nicht. Bin ich viel zu blöd für. Lol. Hab das gesehen? Zwar kurzfristig, weil ich nach... Nein. Ich will nicht nach rechts ziehen. Ich will nach links ziehen. So, jetzt aber schnell. Freunde. Sie laufen alle in die Mitte. Null. Da muss noch ein Heilzauber drauf. Klamburg hat er natürlich keine. Und ich würde mir ganz gerne natürlich, zum einen würde ich mir natürlich gerne den Loot mitnehmen, zum anderen würde ich mir natürlich auch sehr, sehr gerne noch den Sternenbonus mitnehmen. Ja, damit es hier mal vorangeht. Soll ich auf Rathaus 11 gehen? Leute, soll ich mit dem Fredonaut-Account auf Rathaus 11 gehen? Das ist natürlich die große Frage. Würde, glaube ich, mir persönlich und dem Account mal wieder so einen kleinen Schub geben. Es ist ja eh ein Troll-Account, von daher wäre das, glaube ich, mal ganz lustig. Also, schreibt es mir gerne in die Kommentare, soll ich mit diesem Account auf Level 11 gehen? Und wir rasieren ihn jetzt eigentlich ganz gut. Ja, auch wenn sie jetzt gleich noch, denke ich mal, durch den Minenwerfer noch so ein bisschen Schaden kriegen. Aber wir müssen gleich definitiv... Ich muss einige Truppen austauschen. Vielleicht finden wir wirklich noch ein Elfer, wo wir dann angreifen. Wenn nicht, greife ich mich selber nochmal eben an. Mal gucken. Der König lebt noch. Der König wird es sehr gut überleben. Die Königin auch. Das ist sehr erfreulich. Denn dann muss ich wieder... Ja, wobei, der König hat sowieso einen Boost. Von daher, das ist egal. Die Königin ist Level 2. Die braucht sowieso nicht so lange, bis sie da fertig ist. Und jetzt werden wir kurz vorher dann noch den König zünden, damit er dann wieder voll ist. Komm, König, 100%, läuft. Und den Bonus kriegen wir jetzt ja leider noch nicht dazu. Aber der Loot ist für mich mit dem Account hier richtig gut. So, jetzt vorher haben wir nochmal Barbaren. Ja, das ist natürlich jetzt das Problem, dass wir jetzt hier noch die ganzen Bogis noch haben. Ich mache einen kurzen Cut, werde das mal eben ganz kurz richten und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, ich habe einen. Ich habe diverse Elfer. Die konnte ich natürlich alle nicht mitnehmen, weil die alle zu gut sind. Ja, und ich bin ein Trottel.
hätte einfach die andere Mauer nehmen können, aber wobei er macht trotzdem. Oh, das eine Mauerstück bleibt noch stehen. Und das ist natürlich das, was wir haben wollen. Wir wollen hier angreifen. Wir wollen die. Ich will nur die Adler-Div. Wobei in der Mitte ist auch ein bisschen. In der Mitte ist noch ein bisschen Gold. Er hat nur einen. Naja, der zweite Inferno steht natürlich ganz super da hinten. Also es ist eine. Was soll ich sagen? Es ist eine super Base. Es ist eine super Base. So, nein, das hat nicht mehr geklappt. Nein, das hat nicht mehr geklappt. Ich muss da mal eben außen ein bisschen was wegmachen. Und da gucken wir einfach mal, was wir hinkriegen. Ich bin gespannt. Ich will einfach nur die Adler-Dev haben. So, das ist offen. Sehr gut. So, 1, 2, 3. Adler-Dev, du gehst jetzt kaputt. Oh, wow, sind das viele. Alter, sind das viele. Okay, wir entzünden. Zack, zack. Ist das in der Klamburg? Wo ist die Klamburg überhaupt? Fragen über Fragen. Klamburg? Geht rein. Geht rein! Ich weiß, der Heizhauer bringt nichts gegen die. Nein, die. Oh, die andere fällt! Komm, fall! Sehr gut. Ja, stoppt euch das Dunkle auch noch. Stoppt euch wieder das Dunkle noch. Da habe ich auch nichts gegen. Das könnt ihr euch auch noch schnappen. Wo, meine Freunde, war denn die. Klamuk, war die außen? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, wir kriegen leider keinen Stern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Na klar, gut mit Barbaren. Was willst du erwarten? Was willst du erwarten? Da ist die Klamburg doch. Da ist doch die Klamburg. Ja, ein bisschen ärgerlich, dass wir keinen Stern gekriegt haben, aber wir haben die Adler-Dev geschlagen. Die Barbaren haben gewonnen gegen die Adler-Dev. Es war knapp. Es war knapp. Es war richtig knapp, aber sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Jetzt natürlich die große Frage, was bilden wir aus? Natürlich nicht mehr die Barbaren, sondern ein bisschen anderen Krempel noch. So, zack, zack, zack. Noch ein paar Mauerbrecher, noch ein bisschen Bartsch. Zauber brauchen wir natürlich auch noch welche. Nein, keine Blitze. Keine Blitze, so. Und ansonsten können wir mal gucken, was wir upgraden können. Ich darf nicht hier oben hinkommen. Ich darf da nicht draufklicken. Ich will die Geschenke behalten. Wir können ausbilden oder beziehungsweise verbessern. Wir können ausbauen. Elixiersammler und Bombe. Wollen wir das mal machen? Wo ist. Ich könnte nochmal erstmal alles. Erstmal laden wir jetzt hier mal so ein bisschen was nach. Batterie fast leer, 10%. Das ist jetzt egal, wir haben es ja schon geschafft. Und forschen, kann ich was forschen? Das ist alles zu teuer. Es ist alles viel zu teuer. Das kriege ich nie im Leben, das kriege ich doch nie im Leben gesammelt, Leute. Eine Bombe. Wir wollen eine Bombe upgraden. Elixiersammler können wir auch upgraden. Und die Bombe ist da vorne. So, alles im Sack. Alles fertig. Dankeschön fürs Zuschauen. Ey, Leute, wenn ihr Clash of Clans mögt, wenn ihr mehr Clash of Clans Folgen sehen wollt, es ist so einfach. Lasst mal einfach einen Like da. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Episode. Morgen nehmen Matthias und ich wahrscheinlich schon die erste Folge unseres neuen Projekts auf, das dann irgendwann nächste Woche starten wird. Also haut da mal rein, guckt da mal vorbei und dann bis morgen. Tschüss.